damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das Quiz mit Tisch. Heute mit Jeremy Fragrance. Ja. Und Wildcrabberin Julia. Ja. Juhu. Habt ihr Bock, hier mal mitzumachen? Dann schreibt doch mal eine tolle Begründung in die Kommentare und sagt doch mal, welchen Nagellack ihr am liebsten benutzt. Jeremy, du hast mir zu Beginn der Show gesagt, dass du die Regeln nicht wissen möchtest. Nö, will ich einfach loslegen wissen. Und starten. Und mal gucken, wie wir heute abschneiden, Julia. Du hast gesagt, du bist sehr, sehr schlau, hast einen IQ von 10.000. Ja, da absolut. Bin ich mal ganz gespannt, Dennis. Ich auch. Du bist mittlerweile der Rekordgewinner. Ja! Ja! Okay. Was heißt Gurke auf Englisch? Cucumber. Cucumber. Nur der, wo der Pfeil ist. Der. Und jetzt? Jetzt kriegst du eine Frage. In welchem Land befinden sich die Pyramiden von Gizeh? Ägypten. Welche Bezeichnung für Moskitos ist hierzulande geläufig? Mücke. Was ergibt 28 minus 7 minus 1? 20. Ui, ich raus. Welche Automarke hat Modellnamen wie Portofino, Testarossa, Roma und California? Lamborghini. Ferrari, Alter. Ferrari! Ich bin ja kein Autofahrer. So, du hast falsch geantwortet, also trinkst du jetzt. Wie heißt das Spiel? Gesund oder trink? Korrekt oder weg heißt das Spiel. Jamie, du kommst gerade aus Paris. Laudir City, l'amour toujours. Was ist das Alter Schönste Schwede. An Paris? Ja, das Schlavieren durch die Innenstädte, Das ist ja einfach nur Weltklasse. Also Paris und New York City ist ein Level, nur du merkst dann, ah, fuck, Paris ist doch das Original. Mhm. Die ganzen Dinger in Amerika sind inspiriert von Paris. Und die Million-Dollar-Mansions in Miami sind inspiriert vom mediterranen Style von Europa. Und das merkst du dann auch erst. Aber nichts schlägt den Ozean. Du kannst in Bulgarien am Wasser sein, ist ja. Geilster als die 50 Millionen Dollar Menschen in Miami, na gut, sagen wir mal Penthouse in New York City. Der Ozean schlägt immer das Stadtleben. Oder Oldenburg natürlich auch. Ja, schlägt auch Oldenburg. Nee, weil auch. Oldenburg ist nicht am Strand. Also. Ach Dennis, muss man wissen. Bist du schon mal mit Delfinen geschwommen? Nein. Nein? Nee. Hast du es vor? Hat sich noch nicht ergeben. Jeremy, schon mit Delfinen geschwommen? Ja, in Hurghada, ja, Hurghada. Und wie fühlen die sich, fassen sie sich an? Sind die glatt oder eher rau? Ich habe die nicht angefasst, aber wir waren auf so einem Katamaran und das war echt schön unter Wasser, sah man die zumindest. Okay. Wie lautet der Name des Maroon 5 Frontmanns, der kürzlich aufgrund der... Adam Levine. Hier mal aussprechen lassen. Wessen Brust wurde beim Nipplegate-Skandal in der Halbzeitpause des Super Bowls 2014 durch eine ruckartige Bewegung von Justin Timberlake entblößt? Das ist die Jackson, wie heißt sie mal? Oh nein! Jackson! Janet Jackson, der Busenblitzer. Meine erste sexuelle Erfahrung. Live im TV. Justin Timberlake, auch eine absolute Maschine. Was ein Star, alter Schwede, ist das eine Maschine, Alter. Schon mal kennengelernt? Nee, aber Justin Bieber, habe ich gerade in einem anderen Interview erzählt. Beim Bambi. Und? Ist relativ klein, aber auch absolute Maschine. Und wer auch geil ist, habe ich auch kennengelernt, Arnold Schwarzenegger. Mehrfach habe ich den getroffen. In Austria, Hahnenkammrennen oder beim Gym. Immer 7 Uhr morgens im Gold's Gym in Venice Beach ist er. Aber erst nach dem Training soll man mit den Fotos machen. Ja, weil er will sich dann fokussieren wahrscheinlich, ja, klar. Ist ja auch logisch. Wie beim Essen, ja, genau. Kommt auch einer mit dir Foto? Nee, Mann. Nee, also sagst du dann nein, wenn ich jetzt dich beim Nudelnessen störe? Oder? Ich esse ja immer alleine. Und wo kriegt man den meisten Pump? Was muss man essen? Also der krasseste Pump ist im Prinzip Bressaola-Schinken, weil da noch Nitrat zugefügt ist, mit Rucola drauf, weil das auch Nitrat ist, auf Roggenvollkorn-Sauerteigbrot, Alter. Das ist so Triple Pump, ja. Alter. Julia, du kommst aus St. Augustin. Das ist korrekt, wo ist das? Im Bayern? In Schlesien? Im wunderschönen Rhein-Sieg-Kreis, neben Bonn. Sag mal, wie kommst du da gleich hin? Ja, genau. Mit dem Zug? Aber ich muss den gleich? Ich dachte, den gleichen Zug auch. Ich muss sowieso erstmal nach Bonn, weil ich noch zur Uni muss. Ach so, Studentenleben. Uni. Du studierst Medienwissenschaft. Richtig. Was macht man da, wenn man Medienwissenschaft studiert? Irgendwas mit Medien. Yo! Wer moderiert die TV-Show Das große Backen? Eni van der Maiklokjes. Ui. In welchem Land befindet sich der aktive Vulkan Stromboli? Spanien. Italien. Italien, na klar. Italien. Was ist das denn jetzt konkret? Go. Yo! Lass mal riechen, ich sag dir. Sehr gesund. Das ist eindeutig
Das riecht wie hier sagen, wir haben so die eine Nase polnische, hier. Polnische Speise, und zwar Borscht. Jeremy, du warst bei Late Night Berlin. Ja. An dieser Stelle viele Grüße an Klaas natürlich und Jakob. Ja. Oldenburg. Oldenburger Jungs. Wart ihr danach noch irgendwie in Oldenburg zusammen shoppen oder so? Oder? Direkt abgehauen. Ja. Aber ich habe letztens den Elias im Barrick in der VIP-Lounge von München getroffen. Ja. Und der sagte, hey, geil, mit den Liegestützen. Ich hab den gar nicht erkannt. Und der war auch in der Show zugleich. Und ah, okay. Das ist schon geil. Also, weißt du, ich habe ja früher die auch so aus dem Fernsehen ja, gekannt. Ja, und jetzt bin ich selber mit drin. Du bist ja selber, genau, du bist ein Superstar. Kriegst du eigentlich Angebote für TV-Shows? Ja, nonstop. Nonstop. Aber ich will ja selber so eine TV-Show gerne moderieren. So eine Art Wetten, das oder so. Da sind wir mit am Start, ja. Jetzt, oder? Also, sowas würde ich durchziehen. Wir haben da richtig Bock drauf. Julia, du machst auch mit. Ja, auf Außenreporterin. Fall. Klar, richtig. Gerne. Welches hauptsächlich in Afrika verbreitete Raubtier ist mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h das schnellste Landtier der Welt? Puma. No! Jaguar. Der Gepard. Aber fuck, Leute, ich kann das nicht saufen. Sorry, ich mach das nicht, Alter. Sorry. Ich mach gar nicht. Ich kann's nicht machen. Ich trinke nur Wasser und Tee. Muss jetzt knallhart euch sagen, mach ich nicht, Alter. Guck mal, ich war in einem 1.200 € pro Nacht Hotel drin und verzichte auf alles Essen und alles Trinken, was die mir da anbieten. Oh Gott, so warum? Bescheuert einfach, bin ich. Einfach so. Naja, weil ich, du bescheuert mich, weil ich mir die Entscheidung genommen habe, dass ich nicht auf Events trinke oder esse, weil ich sonst zu fett werde oder so, zu faul werde, weil ich alles umsonst kriege, ja. Alles so fressen, saufen, ja, ohne Ende. Und dann sag ich, Scheiße, Alter, was mache ich denn, wenn ich jetzt eine Frage falsch war? Da warte ich noch, denen das zu sagen. Nee, aber sorry, ich kann es nicht saufen. Da könnte ich natürlich nicht zwingen, aber natürlich würde ich natürlich dann den Drink trinken. Ich vermute, das ist Sauerkrautsaft mit Lebensmittelfarbe. Jeremy, du hast ein Leben verloren. Zwei hast du noch. Vielen Dank, dass ihr Respekt zollt. Natürlich, Jeremy. Ja, klar. Und yo. Danke euch. Nur mal kurz, ich will euch mal kurz was sagen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich war ja zum Promi-Dinner eingeladen. Ja. Radikale Gage. Ich denke, das spricht für die. Habe ich aber abgelehnt. Ich habe die Forderung gestellt, dass ich nichts von den anderen esse. Das war meine Forderung. Da habt ihr gesagt, das geht aber nicht. Aber könnt ihr nicht eine Ausnahme machen, weil ich kann ja nur riechen an dem Essen. Ich finde, das war mein Ding. Ja, aber jetzt bin ich so stark. Jetzt habe ich gesagt, der Club macht das. Das war geil. Ne? Das war viel Geld. Also danke euch, Promi-Dinner, aber okay. Ich habe es nicht gemacht, Alter. Und wer ist das schnellste Tier der Welt? Der Wanderfalke oder der Graukopf-Albatros? Der Graukopf-Albatros. Oh Mann! Und weg. Das war tierischen Durst. Direkt den nächsten ranhauen. Direkt den nächsten rein. Julia, du hast ein tolles Geschenk dabei. Ja, das zeig uns doch mal, was du da mitgebracht hast. Ich habe etwas Wunderschönes aus meiner Heimatstadt, St. Augustin. Ein Original St. Augustiner Likör. Der Jeremy kennt das ja vielleicht sogar. Ich kenne das Rathaus von Bonn, ist das, ne, oder? Nee, von St. Augustin, die Steiler Mission. Ja, ist ja Hammer. Ach, das ist das Kloster, ja? Ja, genau. Oh, ist ja der Hammer. 42% Volumen. Sag mal her, ich mach den Geruchstest. Das geht aber eigentlich. Tja, das war so wie früher, wenn man kein Geld hatte, zum Vortrinken was zu kaufen, dann hat man von den Eltern irgendwas genommen, was da noch rumstand. Aus der Minibar. So riecht das. Schmeckt aber Karamelli. Ist natürlich Alkohol. Dennis, das werde ich dir später umschneiden. Wie lautet das Präteritum von Ich weiß? Ich wusste. Oh Gott, das ist so schlau. Von welchem Sänger stammen Songs wie Happier, Supermarket Flowers oder Shape of You? Ed Sheeran. Wie heißt der 90er Jahre Film mit Keanu Reeves, in dem es um einen Bus geht? Speed. Wow. Hat einen geilen Soundtrack. Wer trainiert aktuell Bayer Leverkusen? Rudi Völler, keine Ahnung. Schau, Alonso! Ich glaube, du bist weg, ja? Kacke! Bist du weg denn? Nein, ich hab doch noch ein Leben. Nein, du hast jetzt. Aber ich hab doch viel mitgetrunken einmal. Ja, das wäre der Vierter. Ja, Julia hat mitgezählt. Und sie studiert Medienwissenschaften, Bitch. Da kann man gut zählen. Liebe Freunde, das war's für mich. Ich bin raus und sage ciao. Adios! Number one. Aus welchem Land stammt Xabi Alonso? Spanien. Jo! Jetzt Momentum. Welcher Schauspieler verkörpert Marty McFly in der Science-Fiction-Trilogie Zurück in die Zukunft? Peter Fox. Michael J. Fox. Michael J. Fox ist es natürlich gewesen. Ich glaube, du bist auch raus, ne? Was? Jo! Krass.
Ich kann ja irgendwie Liegestütze machen oder so, wenn ich gleich... Ja, das ist eine gute Idee. So, liebe Freunde, ich mache jetzt Liegestütze auf eurer Schwiegermutter und wünsche euch einen schönen Nachmittag. Und damit stehen Julia und Jeremy im großen Finale und sie spielen entweder oder... Korrekt oder nicht korrekt? Napoleon Bonaparte starb 1821 in Bottrop. Nicht korrekt. Kai Pflaume war dieses Jahr zusammen mit Arnold Schwarzenegger auf dem Oktoberfest. Korrekt. Nein! Er war mit dem Chef von Apple auf dem Oktoberfest. Ja. Ui, ei, ei. Okay. Gib dir! Genau! Nicht so gierig, Julia! Genau! Oh ja, 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 ja. Gestürzt. Oh, der schmeckt aber gut, oder Julia? Bleh. Julia, du hast das vorbereitet für uns. Ja, ich schreibe in meiner Freizeit gerne lustige Gedichte. Ja. Ich habe hier was Kleines mitgebracht. Nun sitze ich hier am Quiz mit Tisch und frage mich, wie viele Kiemen hat ein Fisch? Es gilt, die richtige Antwort zu geben, denn jeder von uns hat nur drei Leben. Bei Entweder-Oder versuche ich zu führen, auch ich will die goldene Tischplatte berühren. Und liege ich falsch, so helfe mir Gott, dass ich nicht kotze wie Amar beim Ekelshot. Ja, wow! Kommt direkt der nächste Shot. Kannst du auch gut Gedichte schreiben, Jeremy? Nein, leider in der heutigen Zeit wird sowas ja nicht wertgeschätzt, yeah, sondern eher so bam, bam, wow, let's go, baby. Sowas eher, yeah, weil die Leute so keine Zeit mehr für sowas haben. Das ist ja Kunst. Deswegen Respekt, das ist toll. Filmenden. Echt oder erfunden? Transformers, Optimus Prime und Megatron brennen durch und heiraten in Las Vegas. Das ist nicht richtig, das ist also erfunden. Kevin allein zu Haus. Kevin wird von den Einbrechern Harry und Marv geschnappt und brutal zu Tode gefoltert. Erfunden. Verdammt. Inglourious Basterds. Die Inglourious Basterds töten Hitler und seine Schergen und beenden so den Zweiten Weltkrieg. Erfunden. Nein! Ich mach Push-Ups oder so, ja? Mach das gerne. 10 auf der Faust, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Wow! 11! Der erste zählt mir nicht. Ich war in der DSDS-Jury. Xavier Naidoo. War. Michael Wendler. Ach so, nein, der war nicht in der DSDS-Jury. Doch, er war tatsächlich! What the fuck? Und damit gewinnt Julia korrekt oder weg! Und Julia, bevor du die goldene Tischplatte berührst, wird Jeremy natürlich noch ein paar Geschichten hier noch zeigen. Nochmal 10, Alter. So. Ja! Ja! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo! Und nochmal ein großer Applaus für Julia natürlich! Juhu! Du gewinnst die goldene Tischplatte, Julia! Darfst du berühren, aber nicht nach Hause gehen. Genau, immer so. Michael Wendler war in der DSDS-Jury. Natürlich. Jerry, nimm gerne noch mal kurz Platz. Wendler. Julia, was sind deine ersten Emotionen? Was ist dir gerade in den Kopf geschossen? Ich bin überwältigt. Hammergeil. Yo! Oben gibt's ein Video von Deep und Deutlich. Jeremy Fragrance. Sein Leben zeigt, dass Geld nicht glücklich macht. Und unten gibt's die letzte Folge von Korrekt oder weg das? Quiz mit Tisch. Tschüss.